Willkommen zu Workshop Wednesday. Und eigentlich was anderes. Bla bla bla. Alles von neu. Ja. Muss ich. Ich wollte es nur mal erwähnen, er hat vergessen, mir ein Mikro zu geben. Und deswegen müssen wir das jetzt nochmal filmen, die ersten 30 Sekunden. 40 Sekunden? 40 Sekunden. Fit, ja. Also willkommen zum Workshop Wednesday und es ist ein bisschen später heute. Halb sechs, sag ich schon, viertel vor sechs. Und Mali ist hier noch ein bisschen am Schrauben, weil bei der Tagesarbeit ein bisschen was schiefgelaufen ist. Leider undicht geworden. Haben Reroute verbaut und ja. Machen das gerade wieder dicht, damit der Kunde wieder fahren kann. Wird leider ein bisschen später. Und ja, ich überlege gerade, womit wir anfangen. Björn, sein Auto steht auf der Bühne. Ich weiß gar nicht. Achso, der hat, glaube ich, neue Reifen bekommen. Ist unscharf. Ist besser. Ne, das ist ein anderer Felgen auch, oder? Sicher? Die sehen so neu und sauber aus. Ah, ne, das sind. Ah, okay. Björn, was hast du gemacht? Und. Was noch? Was noch? Ich glaube, die Woche haben wir. War das der? Ja, das war der. Den habe ich fertiggestellt, den hat der Omid letzte Woche eigentlich soweit zusammengebaut gehabt und ich habe dann das Finish noch am Montag gemacht. Wer hätte es erwartet? Es ist ein Turbo-Umbau. Und ja, was soll man dazu sagen, ist ein Original 1.6er Motor. Mit einem Turbo, mit dem, wie heißt der noch, GT2454 meine ich. Jo. Und sonst hat er, glaube ich, nichts von uns bekommen. Das ist auch witzig, auf 14 Zoll. Weißt du, was ich richtig cool finde? So ungeschweißte Daisy-Felgen, aber ich glaube, es gibt's nicht. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Firma in Deutschland gibt, die die umschweißen und man die dann noch eintragen kann. Ja, in die Kommentare noch. Wenn jemand das weiß. Ich glaube, der Jan kennt irgendeine Firma, die das macht, aber ob die das, ob man das dann eintragen kann, beziehungsweise ob die irgendwie eine Festigkeitsgutachten dafür dann herausgeben können. Wäre cool. Was sagt ihr? Umgeschüsselt Daisies bzw. umgeschweißte, ja oder nein? Kommentare. Und wenn ihr sowas könnt, auch in die Kommentare. Ja, gut. Dann habe ich keine Ahnung, wieso es hier ist. Der ist ein Kompressor, der verliert Wasser. Wann ist der angekommen? Heute Mittag. Ich krieg nichts mit. Sonst hier, gut, das ist der Angestelltenparkplatz, ein bisschen überfüllt. Und da steht unser, doch das ist unser neuer Vorführer, der jetzt wieder umgebaut wird wie unser alter Vorführer. Warte mal, willst du aufs Auto Fokus machen? Versuchst du mit dem Auto Fokus? Fokus? Autofokus. Ich habe gehört, du fandest das mit der Kappe gut. Ich finde das gut mit der Kappe, ja, sehr gut. Ich muss sagen, jetzt ist doch geil bei der Sonne. Also ja, wirklich jetzt. Das hast du gefragt, nachdem du angefangen hast zu filmen. Nee. Ich und das habe ich auf Video. Wer sagt das? Zwei Leute. Nein. Nee, Quatsch. Ja, wenn ihr hier am Film seid, kann ich dich jetzt schlecht nach Schwarzarbeit fragen, oder? Das kommt doof. Kannst du schon. So, was haben wir noch hier? Achso, neuer Vorführer, nicht der Ford. Also, ja. Und alter Vorführer.
Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Also. Der war mal gut. Der war mal gut. Ich will da unbedingt mitfahren. Ich bin immer noch nicht mitgefahren. Ich bin gerade eben gefahren. Wir können von hier nochmal reinfilmen. Da ist der NC vom Dominik und der Andreas hat die Woche den Auswurf soweit fertig gemacht, meine ich. Auswurf ist fertig. Und der hat hin und noch hier ein paar Kleinigkeiten gemacht, aber ja, mal gucken. Da ist noch nicht weitergegangen, da ist auch nicht weitergegangen. Dann gehen wir nochmal in die Werkstatt, oder? Ja, gehen wir in die Werkstatt. Also ich bin gerade an dem Ich bin an dem NB dran aus Luxemburg, ganz einfach. Die Haube ist sogar offen. Und das ist. Man sieht nur noch die Fertigstellung, da hat der Kunde selber angefangen gehabt und ja, es haben ein paar Kleinigkeiten gefehlt. Beziehungsweise, ich habe jetzt das Getriebe nochmal rausgehabt, weil ich die Kupplung gemacht habe und dabei ist auch von halt Zimmerring, Halbmond undicht und Getriebe innen undicht. Jo. Und morgen geht es wieder weiter dran. Vielleicht werde ich sogar morgen damit fertig. Also meinerseits, von meiner Seite aus und danach geht es an Sven Elektrik abstimmen und ja. Gehen wir eine Runde an Sven ärgern. Achso, der hier ist eigentlich auch soweit fertig. Nur eine Sache, der Anlasser macht irgendwie Probleme. Deswegen warten wir jetzt auf einen Jaguar Anlasser und dann 5 Minuten Arbeit. Dann ist er eigentlich fertig. Fertig, fertig. Sven! Ich habe Arbeit für dich. Ich Ausland. Konnichiwa. Komm, wir können den sogar aus 2 Sichten filmen. Da kann man das richtig abfacken. Was? Kannst du abends zwischen den Sichten so hin und her schwenken. Machen wir jetzt. Piep. Was? Ah, nee, das war was anderes. Was ist los? Piep. Normalerweise muss immer ausgepiept werden, wenn ich am Reden bin, aber okay. Diesmal bis jetzt ging's, oder? Ja. Okay. Ich muss jetzt ein bisschen beleidigen, du. Was machst du denn da Schönes? Ich mach Privatarbeit. Also dürfen wir jetzt nicht filmen. Zensierst du das bitte? Ist doch eh ohne Bezahlung, also ist doch kein Schwarzarbeit, sondern Freundschaftsdienstkollege. Ah, okay, ja. Nachbarschaftshilfe. Auf gut Deutsch. Der Motorraum, der ist so sauber, das gibt's gar nicht. Also, jetzt im Ernst, das ist wie ein Neuwagen. Das ist mega. Und der wird auf Turbo gebaut. Ja. Aber ich weiß nicht, was für ein Lader. Mir wurde nur vom Jan mal zwischenzeitlich, er wurde mal kurz erwähnt, so ja, der Gelbe, der kriegt einen Turbo-Bau. So wie das immer läuft. Jo. Schön. Turbo-Bau, das Ding sieht bis jetzt top aus. Irgendwie komischerweise. Gefallen dir die Felgen? Ja, komischerweise schon, aber eigentlich bin ich nicht so der Fan von den Felgen so, aber irgendwie passt das. Da fehlt eine Frontlippe. Es erinnert mich halt so ein bisschen auch an meinen alten Gelben. Ja, das ist halt immer welchen Gelben, irgendwie 15, der denkt man dein. Mhm. Obwohl mein Gelber halt wirklich mies so ein Zustand war eigentlich und vom Lack. Das ist eine andere Sache. Ja. Also, nee, aber ich hätte gerne wieder einen gelben Männer. Nur, ich glaube, meine Eltern bringen mich um, wenn ich noch ein Auto zu Hause irgendwo hinstelle, weil ich habe sie jetzt schon verteilt. Im Lager habe ich eins, dann ist in der Garage ist einer, vorm Haus einer und beim Kollegen in der Halle steht dann der E46, den ich mir als Daily geholt habe. Der aber noch nicht angemeldet ist, deswegen kein Daily ist. Das ist richtig dumm. Ein halb Daily, ne? Einfach ein bisschen die Leute nerven. Ja. Ich würde so gerne den Jan jetzt nerven, aber ich glaube, das geht nicht gut aus. Lass mir ein bisschen Madi quatschen. Hallo Madi. Hi.
Das ist übrigens das Auto, wo der Reroot und ich ist. Verrutscht, Alter. Bist schon verrutscht? Nee, ich bin Platz runtergerutscht. Ah. Jetzt nicht mehr. Jetzt macht der Papa dicht. Und der Papa dicht? Weil ich verarsche gar nicht jemand anderen der Dinge. Weißt du, wie der das geht? Kann sich nachher immer wohnen, halt die liegen. Ne? Ja, gute Aufnahmen. Und jo. Was ist da? Das Auto hat. War nicht beim letzten Mal schon da? Doch, der war auf der Bühne. Der war hier unter dem Auto auf der Bühne. Längsträger wurden geschweißt. Dann. Bis jetzt wurden noch. Also genau, die Front wurde umgebaut auf MBFL, weil es eigentlich ein MB ist. Der kriegt jetzt noch. Also Querlenker wurden gestern alle ausgebaut, sind heute weg zum Sandstrahlen. Kriegt gepulverte Querlenker mit neuen Buchsen, einen neuen Motor. Ich weiß gar nicht, was er sonst noch alles kriegt. Neues Verdeck kriegt er noch. Ja, also ein bisschen was kriegt er. Ich weiß gar nicht, ob sonst noch irgendwas war. Wahrscheinlich ein bisschen klein. Ah ne, Fahrwerk, ja, Fahrwerk halt. Wenn man schon an der Achse dran ist. Sonst. Alles liegt am Boden. Ja, das sieht an sich halt noch ziemlich gut aus. Ist der Motor wieder draußen? Ach so, ja, der Motor ist wieder draußen. Wieso genau, das ist, weiß ich auch nicht, da muss man eigentlich den Jan fragen. Ah, der ist wieder draußen. Das weiß ich. Ich glaube, der Motor, der soll neu gemacht werden, also neu gelagert werden und so, glaube ich. Oder ob der komplett neu aufgebaut wird, glaube ich, ist eher weniger, aber irgendwas wird auf jeden Fall noch dran gemacht, sonst wäre er wieder rausgekommen. Und ja. Die Woche ist halt wenig los, ne? Robin nicht da. Der Jan ist die ganze Woche schon am Räder montieren. Der freut sich darüber, dass er den ganzen Tag Räder montieren darf. Sonst können wir kurz nach vorne gehen. Willst du irgendwas sagen? Ich glaube, Jan regt sich schon auf. Sieht schon mal mega aus, was ich schon erwähnt. Ja, gut. Robin hat Urlaub, deswegen geht es hier an der Elektriker erstmal nicht weiter. Jan, sein Auto steht fast genauso da wie vorher auch. Nur ohne Spiegel. Nur ohne Spiegel. Warum? Weil die da liegen. Nee, das sind andere Spiegel. Ach so. Wir hatten einen Kunden. Sein Spiegel war ein bisschen wackelig, die sind immer runtergeklappt beim Fahren. Gut, dann war die Entscheidung, es gibt andere Spiegel. Die haben ihm doch nicht so gut gefallen. Dann haben wir sie getauscht. Jo. Jetzt hat er ja keinen Spiegel mehr, weil die anderen hatten wir nicht auf Lager. Die schon. Und sonst, ja, Andreas ist nicht mehr da, aber wir können mal hier ein bisschen gucken. 9,5 Liter. Das ist der neue 9,5 Liter Umbau. Oil. Oil. Oh mein Gott, da ist schon einer verbaut. Aber nicht in seiner Position, wie es eigentlich gedacht ist. Nee. Nee. Aber es sieht schon langsam fast komplett aus. Hier war ich immer noch nicht, wir hatten immer noch Zeit oder sowas. Ja. Irgendwas war da und hier das Projekt muss halt vorankommen. Aber ich glaube auch irgendwas fehlt noch.
fällt auch gerade auf, es ist viel zu wenig los. René hat auch Urlaub. Stimmt, Günther ist heute früher weg, hat noch was vor, beziehungsweise hat noch Termine. Krass, ist zu wenig los, das kann nicht sein. Das Schlimme, nächste Woche ist René wieder da, aber dann bin ich ja 2 Wochen nicht da, ab Freitag. Na dann. Hey, wir haben so, mir kommt das vor, als hätten wir zu wenig gezeigt. Nicht? 16 Minuten. 16 Minuten. Was machen wir eigentlich, mein Auto und ich? Na gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Workshop Wednesday. Bis nächste Woche.